bedeutet mehr spielt, oder? Ist, ja. Genau. Ja. Also jetzt hier hoffen wir natürlich auf ein Spitzenspiel. So, Eckball, Schwarz-Weiß gegen Schwarz-Weiß, in dem Fall Eckball Sturm Graz. Und schon gefährlich! Erste Aktion und ja, nach 50 Sekunden muss der Ex-Sturmtorhüter Jörg Siebenhandel dringend eingreifen. Zum Beispiel, oder auch Marin Ljubicic wäre da anzubieten, der Mittelstürmer. Das ist Ziereis, aber der Kopfball, der war von der Nummer 9 von Ljubicic. Ja, das ist eine super, ist eine super Chance. Das ja. ist die beste ich meine, im Spiel. Ich war jetzt auch kein ja. Kopfballungeheuer, aber ein Mittelstürmer in der Regel, da kannst du mehr draus machen. Mir ist vorgekommen, dass Lavallee den Ball absichtlich durchgelassen ja, hat, weil er gedacht hat, dass Geierhofer dahinter steht. Der war schlecht. Und jetzt die Chance, Birrit. Und Ziereis auf der Linie. Das ist aus einem schweren Fehlpass. Ich glaube, es war sogar von Schul entstanden. Und da hätten die Grazer fast profitiert. Kedeschwili, Jatta dreht sich um. Talavierov. Abgeblockt, jetzt Johnston, der kommt nochmal, Kedeschwili und da ist der Treffer. 33. Minute, der Kapitän per Kopf unter Kedeschwili bringt Sturm in Führung. Roman, Sie haben es. Erzwungen vielleicht, auf jeden Fall in diesem Angriff. Ja, angefangen hat er zweiten Versuch. Genau, Stoichkov muss den Ball besser klären. Ja. Der klärt schlecht den Ball, viel zu kurz und die Grazer kommen noch einmal in den Ballbesitz. Flanke von Johnston allerdings auch hervorragend, oder? Flanke ist gut, trotzdem, dann sind sie nicht geordnet. Wie gesagt, weil die erste Klärung von Stoichkovic für mich das Ausschlaggebende war. Kann immer passieren, aber die Grazer im Gegenpressing sofort wieder im Ballbesitz, Spielverlagerung, Flanke, Tor. Hört sich einfach an, ist aber ein Muster, das man immer wieder zu beobachten hat. Ja, das ist Ausgleich! Smolcic im Nebel, wenn ich es richtig gesehen habe. Der neue Mann, Vojislav Smolcic, per Kopf. Schlecht verteidigt, denn der ist kaum gesprungen, der Torschütze. 59. Minute. Erstes Tor. Ja, wo war der Fehler genau? Der Ball kommt eigentlich runter. Aber jetzt weißt du, warum der Markus Schopp den eingewechselt hat. Ja, eben. War doch klar. Torgefährlicher Innenverteidiger. Schauen wir mal. Ja, zwei Mann bei ihm eigentlich. Die Corner sind gut geschossen, aber es ist natürlich, ja. ist natürlich nicht richtig gut verteidigt. Ja, der kommt ganz unangenehm für Skerpen und der macht mir einfach nicht den sichersten Eindruck. Tut mir leid. Ja, schickt Birit und Yardimchi und auf einmal zwei Mann vorne bei Sturm. Yardimchi, was macht er? Stolpert leicht. Und das ist die Chance und das ist der Treffer von Loro Svonarek in der 84. Minute. Da ist einiges zusammengekommen und Sturm führt 2:1. Hier der lange Ball und plötzlich sind zwei Grazer frei. Schau jetzt einmal, der seinen Gegner mit hineinzieht, so kann der nicht rausattackieren. Ja. Okay, das, ja, sie rücken nach im hohen Sprint. Dass dann Siebenhandel den Ball nur noch so wegschlagen kann, dass da würde ich von jeder Schuld freisprechen. Das ja. ist einfach richtig positioniert von den Grazer, sagen wir so. Sie haben und, da überfallsartig fast, gell? Auf einmal die Überzahl bekommen. Gegner relativ hoch. Ja. Die Grazer mit dem Ball gewinnen, hier Länder mit diesem Chipball in den freien Raum. Schürrle hat die Möglichkeit zum Zuspiel. Taui, der Ball kommt! Oh, verfehlt Bello! War jetzt war aber einiges los. Warum hat Schul denn nicht erreicht? Ich dachte, das reicht zum Kopfball. Und da noch George Bello.
Molcic. Wieder Bello. Und jetzt Scherpen. Aber wie ist das gesagt hast, die Grazer haben im 4-1 die Chance, den Deckel drauf zu machen und dann hat der Lars plötzlich die Möglichkeit auszugleichen. Mach einmal. Robert Scholl. Ja! Intro! Faustabwehr! Buchade! Bringt er den nochmal? Nicht richtig. 99 Minuten sind gespielt. Harald Lechner pfeift ab. Das Spiel ist zu Ende.